Will Smith ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Seine vielschichtigen Rollen als Actionstar, Komiker und Charakterdarsteller begeisterten weltweit Millionen von Fans. 8 seiner Filme spielten jeweils mehr als 100 Millionen Dollar ein. Bei seinem neuen Film arbeitete Will Smith erneut mit dem Regisseur Gabriele Muccino zusammen, mit dem er bereits den Welterfolg Das Streben nach Glück verwirklichte. Gemeinsam schufen sie erneut ein mitreißendes Filmerlebnis, das berührt, bewegt und unvergesslich bleibt. Will Smith wollte einen Film machen, der uns Hoffnung zeigt, wo diese längst verloren scheint. Der uns zu Abgründen führt, die wir noch nicht kannten. Was geschieht mit einem Menschen, dessen Hoffnung gestorben ist? Wie viel Schmerz kann seine Seele ertragen? Was macht ein Mensch, für den jeder Tag eine Erinnerung an seine Schuld ist? Will Smith ist Ben Thomas, ein Mann, dessen Lebensglück verloren scheint. Ein Mann, der einen kleinen Fehler macht. Einen Fehler mit schrecklichen Konsequenzen, mit unvorstellbarer Schuld. Ein Mann, der nun um Erlösung kämpft. Wie schon in Das Streben nach Glück zeigt sich der vielseitige Ausnahmedarsteller Will Smith von seiner verletzlichsten und menschlichsten Seite. Sieben Leben ist der neue Film von Will Smith, der uns Abgründe zeigt, vor denen wir stehen, ohne sie zu sehen. Er öffnet unsere Augen für die Schönheit des Vergänglichen und unsere Herzen für die selbstlosen Geschenke, die das Leben uns immer wieder macht. In 7 Tagen erschuf Gott die Welt. Und in 7 Sekunden zerstörte ich meine. Wenn Sie den Vertrag unterschreiben, gehört mein Haus Ihnen. Ich bitte Sie nur, nie mit mir Kontakt aufzunehmen. Warum ich? Ich habe es in der Hand, seine Lebensumstände total zu verändern. Aber ich möchte dem Mann nichts schenken, was er nicht verdient hat. Was hast du denn eigentlich vor? Sagt mir, was hier läuft. Man spielt nicht mit dem Leben anderer Menschen. Warum ist sie der Meinung, ihr Name sei Ben? Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte nicht mehr lügen. Ich bin in letzter Zeit nicht gut mit mir umgegangen. Dann wird's Zeit. Ich habe etwas sehr Schlimmes getan und werde nie wieder derselbe Mensch sein. So was macht man nicht gerade jeden Tag. Du, was du versprochen hast. Hallo? Es ist soweit. 7 Leben ist der 9. Film in Will Smiths Karriere mit über 100 Millionen Dollar Box-Office. Will Smith, Hancock, 620 Millionen Dollar Box-Office. Das Streben nach Glück, 310 Millionen Dollar Box-Office. Rosario Dawson, Sin City, Death Proof. Woody Harrelson, 2012, No Country for Old Men. Wie weit würden Sie gehen, um anderen zu helfen? 7 Leben gibt eine Antwort, die niemand erwartet und niemand je vergisst.